Ja, hallo, hier ist wieder Claire und wir müssen mit den Jahreskreisfesten mal langsam weitermachen und da steht auch schon Imbolc vor der Tür oder Imolc oder Brigitte oder Breed oder wie auch immer man es ausspricht. Da gibt es durchaus unterschiedliche Varianten, darüber will ich mich jetzt aber gar nicht streiten. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Das Fest am 1.2. Ja, übersetzt heißt es auch so viel wie im Bauch. Also letztendlich geht die Natur schon so ein bisschen schwanger. Aber es ist noch nicht mal ein 5-Monats-Bäuchlein. Also man sieht noch nichts quasi davon, ja. Und genau das ist die Stimmung, die jetzt auch in der Luft liegt. Es wird schon langsam ein bisschen heller. Aber die Natur ist kaum sichtbar dabei zu arbeiten. Wenn man mal genau guckt, also ich war gerade letztens im Wald, die ersten Bärlauchblättchen kommen schon durch die alten Blätter durch, die noch vom Herbst da liegen. Also es geht schon los im Endeffekt. Aber man sieht halt so bei den großen Pflanzen wie auch den Bäumen jetzt noch nicht so viel nach außen hin. Es ist also noch ein Vorfrühlingsfest, ein Fest der Vorfreude. Und es ist auch ein Feuerfest. Also das heißt, ja, ich sage immer so ein bisschen im Spaß, man kann im Frühling mal Feuer machen, ja, dass er endlich kommt. Natürlich auch die Verbindung zu Brigitte oder Breed, je nachdem, wie man es ausspricht, also der keltischen Göttin der Inspiration, der Schmiedekunst, im Modernen mittlerweile auch aller Dinge, die aus Metall sind. Also es gibt auch moderne Menschen, die sie schon als Göttin auch der Chirurgie und all solcher Dinge sehen. Da geht also die Deutung auch weiter, geht mit der Zeit und natürlich auch die Göttin der Dichtkunst. Ja, sie ist eng verbunden mit Schwänen, mit allem, was weiß ist. Weiß und Gelb sind auch die zentralen Farben dieses Festes. Jedenfalls, wenn man es ganz klassisch möchte, das kann jeder so machen, wie er möchte. Ja, also da gibt es nur keine Vorschriften. Wobei viele wirklich drei weiße Kerzen für Brigitte halt aufstellen. Also das ist schon mal eine schöne Sache. Für mich persönlich gehört auf jeden Fall auch noch Medesüß dazu. Im Englischen auch Bride's Wort, also das Kraut von Brigitte quasi. Ist auch schön, einfach als Tee generell, um mal so den Winter aus den Knochen zu spülen, aber auch als Streukraut. Es ist sehr, sehr aromatisch auf dem Altar verteilt. Ist eine wunderbare Sache. Wo sie schon stehen, der kann auch mit Schneeglöckchen arbeiten. Das ist also auch was Wunderbares und generell so die Farben weiß und halt helles Gelb mit einbeziehen. Es gibt also auch viele Leute, die Eier opfern, die mit Milch oder auch Milchspeisen opfern, die aber auch jetzt zum Beispiel mit der Familie einfach schöne Sachen halt kochen, die irgendwo mit Milch und Eiern und all diesen Dingen zu tun haben einfach, ja. Das ist also jetzt nichts, was man nur in so einem ganz rituellen, starren Rahmen machen soll. Ich kenne auch einige Leute, die feiern die Jahreskreisfeste eigentlich eher als so eine Art, ja, Familienpicknick, muss man schon fast sagen. Und die fahren super damit. Also es kommt immer darauf an, was man möchte und was einem gut gefällt. Es ist nie gut, wenn man das zu starr macht, ja. Wenn man, also ich meine, gut, das ist halt wieder so eine Sache. Wem das Starre gefällt und wer das liebt, der soll das machen. Das kann man nun auch wieder nicht verteufeln, ja. Fakt ist nur, man soll den anderen nicht ständig reinreden. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus will. Du musst den anderen ihre Freiheit lassen, das zu machen, was sie wollen und irgendwo auch die Vielfältigkeit so ein bisschen umarmen können. Ja, man kann von anderen lernen. Das ist ja das Schöne daran, dass wir so vielfältig sind. Zurück zu Brigitte. Ja, das Fest wird auch oft für Initiationen, in welcher Form auch immer, verwendet. Also auch zum Beispiel, um selber zu bestärken, diesen Weg gehe ich, das ist für mich wichtig. Und auch im kleineren Rahmen, was möchte ich in diesem Jahr initiieren? Was soll in diesem Jahr kommen? Was sind meine Pläne, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Träume? Da ist das nochmal eine super Möglichkeit, einfach nachzuschauen und auch sich zu wünschen, was kommen soll. Und zwar im Sinne natürlich von Brigitte, also im Sinne von Inspiration, die Dinge ins Leben holen. Nicht dieses Passive. Ich glaube, sie ist wirklich eine Göttin, die das Passive nicht unbedingt so dermaßen schätzt, sondern die durchaus aktives, kreatives Handeln und eine positive Herangehensweise sehr zu schätzen weiß. Ja, sie ist natürlich auch eine Göttin der Heilung. Das muss man auch dazu sagen. Also nicht jeder kann aktiv und positiv vorangehen. Ja, das ist ja teilweise dann auch wieder eine Überforderung, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also dieses ewige positive Denken, da kann man ja nur depressiv werden. Ja. Ich glaube, es gibt keinen vernünftigen Menschen, der irgendwo im seelischen Bereich auch arbeitet, der sagen würde, dass positives Denken das Nonplusultra ist. Ich glaube, mit realistischem Denken fahren wir viel besser. Ja. Weil wenn du immer nur diese übersteigerten Erwartungen hast, das bringt ja irgendwo auch nichts. Ja. Und da kannst du aber auch, wenn du jetzt merkst, okay, die Mitte treffe ich nicht, ich bin eher im negativen Bereich, mit Brigitte arbeiten im Sinne von Heilung, im Sinne von, ich möchte die Hindernisse überwinden, die mich
Jetzt noch davon abkapseln, dass ich das, was ich mir eigentlich wünsche, erreichen kann. Dafür ist es also auch ein ganz tolles Fest, dass man in sich geht und dieses Licht, wofür es ja auch steht, sozusagen aus sich heraus hervorholen möchte. Und das halt auch rituell, symbolisch, da bietet sich die Farbe Weiß natürlich wirklich sehr an, bestärkt, sei es mit Wunschzetteln, mit Kerzen, was auch immer, das ist eine individuelle Sache, womit man gerne arbeitet, aber dass man irgendwo für sich das so rausholt, dieses Licht des Festes. Und das Feuer natürlich auch. Also es ist jetzt nicht nur Kerzchen, bei Brigitte ist es schon Feuer. Und, aber als begleitendes Element hat sie natürlich auch das Wasser. Sie hat immer beides. Ja, Wasser sind die Gefühle, Feuer ist der Wille. Also ich denke mal, dazu fällt einem wirklich viel ein, was man an Themen einbringen kann. Und es ist definitiv ein sehr kreatives Fest. Gut, das waren meine 2 Cents dazu. Es gibt natürlich auch im Internet, in Büchern und so weiter, unendlich viele Infos. Und ich kann, wie auch schon in früheren Videos gesagt, nur empfehlen, holt euch so viel wie möglich davon, und zwar ruhig aus unterschiedlichen Quellen und ruhig von Leuten, die unterschiedliche oder auch gegensätzliche Ansichten vertreten, damit ihr einfach einen breiten Pool habt, aus dem ihr fischen könnt. Ja? Das ist ganz wichtig, weil selbst wenn man manchmal über Leute stolpert, deren Ansichten man jetzt nicht so toll findet, man kann zum Teil sogar von denen noch was lernen. Ja? Gibt man nicht gerne zu, ist aber Fakt. Ja? Und im Endeffekt sucht man sich ja dann selber raus, was zu einem passt. Okay, ich hoffe, das hat ein paar kleine Inspirationen gegeben.